willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Landhof-Projekt. In der Zwischenzeit seit der letzten Folge ist einiges passiert und die wichtigste Änderung seht ihr gerade. Hier ist nämlich gerade ein Helfer aktiv und das ist nicht irgendein Helfer, sondern Courseplay ist jetzt verfügbar, jedenfalls in einer Beta. Da ist jetzt glaube ich noch nicht alles möglich, aber man kann offensichtlich schon ganz gut mähen und auch mit dem Versatz hier und so. Das klappt schon ganz gut. Und ich würde sagen, wir lassen den Helfer hier einfach mal machen und kümmern uns derweil um einen Wender, damit wir hier feinstes Heu herstellen können. Deswegen werde ich mal hier in den MB-Truck switchen. Und ich glaube, wir haben hier schon unseren Wender. Und dann werden wir heute mal ein bisschen Heu herstellen. Und ich werde euch sicherlich gleich auch noch ein bisschen was zu Courseplay zeigen. Denn ich habe mich richtig gefreut und da auch herzliches Danke an die Entwickler, an die Modder, die den Courseplay Mod hier verfügbar gemacht haben. Finde ich richtig, richtig cool, denn das ist ein ganz anderes Spielerlebnis. Ich habe kurz vor der Folge hier noch eine E-Mail gelesen, da hat jemand gesagt, bezog sich zwar auf die XXL-Farm, ist aber eigentlich das ein ziemlich ähnliches Problem. Da hat jemand gesagt, Ansgar, deine Maschinen stehen ja eigentlich, du hast teure Maschinen und die stehen eigentlich nur auf dem Hof. Und das Problem ist eben, wenn man im Singleplayer spielt, dass man ja nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig fahren kann und so passiert das zwangsläufig. Mit Courseplay ist das aber möglich und wie genau das funktioniert und was wir damit alles machen können, das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Ich freue mich richtig drauf. Ich glaube, das wird richtig cool und fahre jetzt erstmal zur Wiese 3 mit dem Wender. Und dann können wir den Wender eigentlich auch noch mit Courseplay fahren lassen. Und den Schwader können wir auch mit Courseplay fahren lassen. Nur den Ladewagen würde ich, glaube ich, persönlich einfahren. Vielleicht mache ich auch den Schwader gleich persönlich. Mal schauen. Ich denke, also, ich meine, die Wiese ist zwar jetzt nicht klein, aber so groß ist es auch nicht. Ich habe mir aber übrigens auch eure Kommentare durchgelesen und ihr hattet ein paar ganz gute Ideen, die ich mir allerdings teilweise auch noch aufsparen wollte. Also, viele von euch, ich bin ja der Meinung, das, was ihr jetzt am Anfang der Folge gesehen habt, das sieht nicht so richtig hübsch aus, ne? Der kleine Fendt mit diesem riesigen Mähwerk, das sieht irgendwie falsch aus. Aber ihr habt in die Kommentare geschrieben, zum Großteil, Ansgar, egal, wie es aussieht, Hauptsache da zieht das. Und das tut's ja. Das seht ihr hier. Ah, und jetzt macht es auch. Ich musste erstmal ein bisschen rumprobieren, deswegen hat er auch erstmal eine etwas komische Route genommen, weil ich den Versatz noch einstellen musste. Denn es ist ja nicht so, dass das Mähwerk hier direkt hinten dran hängt. Aber dafür ist er richtig flott unterwegs und ich meine, es sieht jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck und das ist ja die Hauptsache. So. Gut, dann werde ich auch hier mal auf Feldarbeit stellen. Ich weiß nicht, ob jetzt das Wenden auch schon hier möglich ist oder das Zetten. Aber das werden wir gleich sehen. Ich habe, weil Courseplay leider noch nicht die Felder hier automatisch erkennt, war jedenfalls jetzt bei mir so, habe ich jetzt einfach mal hier einen Kurs eingefahren. Das ist ja relativ easy. Dann kann man das Problem so ein bisschen umgehen. Und den habe ich jetzt mal schnell geladen. Arbeitsbreite 8,7 Meter, das kommt mir richtig vor. Dann stellen wir mal schnell die Startposition ein. Und wie viel Vorgewende wollen wir machen? Vielleicht so 2. Es ist nicht ganz dumm, Vorgewende hier zu machen, weil der Zaun hat Kollision. Und da kann es schon mal passieren, dass sich so ein Helfer dann aufhängt. Ich habe auch das Gefühl, der fährt ein bisschen anders im LS19. Aber kann auch nur ein Gefühl sein. So, gut. Dann würde ich vorschlagen, kommen die sich dann in die Quere? Vielleicht. Ich weiß es nicht so recht. Ich lasse den mal hier stehen und dann lassen wir den gleich starten, wenn der Fender schon mal fast fertig ist. In der Zeit hole ich schon mal hier den Case, beziehungsweise werde den einmal ein bisschen, werde den Kran ein bisschen runter machen hier. Und dann bringen wir den einmal zum Hof, machen dort den Haken hinten ab und werden stattdessen einen Schwader dran machen, wobei ich ja einen anderen Schwader, glaube ich, haben wollte, ne? Muss ich mal gucken. Ja, ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir das tatsächlich. Vielleicht hole ich da gleich mal einen anderen Schwader. Aber dann werden wir auf jeden Fall ganz gutes Heu haben am Ende dieser Folge. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das heute schaffen mit Courseplay und so. Und dann sind die Pferde nämlich auch endlich versorgt. So. Und ich habe übrigens auch, einige von euch haben geschrieben, Ansgar, wo kriege ich denn diesen tollen MB-Truck her? Also der ist jetzt irgendwie offline genommen worden, dann nochmal modifiziert worden und dann nochmal neu gemacht worden. Und ein User hat mir auch freundlicherweise nochmal eine bearbeitete Version geschickt. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Modder selbst war oder, es ist jetzt ein kleiner Umweg, den ich hier fahre. Warte mal, ich mach mal, damit es nicht ganz so ineffizient ist. Aber was ist das hier für eine Fläche? Ich fahre mal hier lang, dann sind wir ein bisschen flotter da. Oh, ein schöner Waldweg. Nehmen wir doch mal den Waldweg.
Genau. Aber ich habe dann nochmal modifizierte Versionen bekommen, wo das alles noch ein bisschen angepasst ist und wo das dann alles ein bisschen besser funktioniert und so. Es war ja irgendwie so, ich habe das in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge mit der Pflegebereifung gar nicht gesehen, weil man hätte noch scrollen müssen. Ich wusste aber nicht, dass das überhaupt geht im Shop. Naja, wie auch immer, ich werde euch das wieder verlinken, wenn ich das alles nochmal zusammenbekomme und so, aber werde ich dann nochmal nachtragen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Teil. Und da kann man sich nicht beschweren. Und es hat sogar mittlerweile eine Freigabe, glaube ich, von dem Original-Modder, weil es irgendwie eine konvertierte Version ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ganz stecke ich da nicht drin. Ihr merkt das schon, aber ich bin da bemüht, den Überblick zu wahren. So, dann sind wir jetzt gleich am Hof. Ach ja, und was ich mir vorgenommen habe, zumindest fürs Landhof-Projekt, also ich möchte im Landhof-Projekt auch ein bisschen mit Cosplay experimentieren. Und als ich bin ja eigentlich noch Frischling. Ich habe das ja erst am Ende des LS17 sozusagen so ein bisschen kennengelernt und auch lieben gelernt, weil man damit einfach richtig coole Sachen machen kann. Aber ich habe das sehr kompliziert bedient, weil ich meine, das ist für mich sinnvoller bzw. einfacher. Aber einige von euch, die sich damit ein bisschen auskennen, haben immer gesagt, Ansgar, nutzt doch mal die Kreuzungspunkte, damit kannst du wesentlich logischere Routen erstellen und musst nicht alles komplett neu einfahren. Damit habt ihr vermutlich auch recht und ich möchte das mal ausprobieren. So. Wir müssen ja jetzt auf der Wiese eigentlich auch nicht die Pflegebereifung dran machen. Ich nehme jetzt einfach mal. Eigentlich wollte ich ja den Glas-Schwader nehmen, ne? Den haben wir ja auch hier. 21.000 kostet der. Und der kostet 30.000. Und wenn wir den jetzt verticken würden, würden wir 22.000 plus ein bisschen mehr kriegen. Ja, das könnte sich schon lohnen. Der hat halt eine größere Arbeitsbreite, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich muss mal kurz schauen, wie da der Unterschied ist. Hier sind es 7 Meter und hier sind es 9 Meter. Oder haben wir den? Ne, ich glaube, wir haben den hier. Ne, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Es reichen schon die 7, dann können wir einen kleinen Profit machen daraus. Und damit können wir uns dann vielleicht was anderes Schönes kaufen. Die Wiesen sind hier so klein, also das lohnt sich, glaube ich, nicht. Und da wir sowieso Cosplay haben... Ach, ich wollte den Glas sowieso mal ausprobieren. Also wir werden jetzt den größeren gegen den kleineren tauschen, weil ich den einfach mit von der Felsbrunnen-Map genommen habe. Das ist ja hier sozusagen der Nachfolger, wisst ihr ja. Und da habe ich den dann so ein bisschen mitgenommen. Ah, ich fahr wirklich wie ein Henker, ne? Also es ist wirklich... Ich glaube, ich habe es immer ein bisschen eilig. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Weil die Map ist ja auch gar nicht so groß, dass hier irgendwie Eile geboten wäre. Dazu eine lustige Story... Das war mal, glaube ich, bei einer Gamescom, da bin ich gestartet und musste ganz schnell meinen Zug bekommen und dann ist der Zug stehen geblieben und so und dann kam man da nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Es war eine ziemlich dumme Situation und da dass der mitten auf dem Land stehen geblieben ist, mussten wir dann aussteigen. Und man konnte dann auch nicht umsteigen. Also der ganze Bahnhof war blockiert, in dem der zum Stehen kam. Der hatte nämlich nur 2 Gleise. Ja. Da war also ein Gleis dann komplett gesperrt. So. Gut, dann musste man da wegkommen. Bus dauerte zu lange. Das hätte, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert. Aber in 20 Minuten wäre der Zug gefahren. Der Anschlusszug. Den einen haben wir sowieso schon verpasst, glaube ich. Und dann musste ich den Anschlusszug nehmen. Und dann war da ein Taxifahrer. Und der ist seelenruhig gefahren. Ich war sehr nervös. 26.000, ja gut, dann lohnt sich das wirklich. Da haben wir 5.000 sozusagen Gewinn gemacht. Das machen wir mal so. So. Was ist das hier? Was kann man da ändern? Was ist das? So ein bisschen hakelig hier, ne? Ah, hier hinten ist irgendwas, ne? Ich mach das mal so. Ich nehme das mal so. jo. Möchte ich. Seht ihr, dann haben wir... Das ist, glaube ich, eine ganz gute Investition gewesen. Dann können wir da nochmal später in was anderes investieren. So, den Frontlader lasse ich jetzt einfach mal dran. Ja. Jedenfalls, der Taxifahrer ist sehr ruhig gewesen. Ich bin sehr, sehr nervös gewesen. Und am Ende kamen wir noch pünktlich an und er hat gesagt... Viele Kunden, also wir haben natürlich, wir haben den dann auch so ein bisschen darauf angesprochen, beziehungsweise haben uns ein bisschen gewundert, dass der da so ruhig fährt. Und da meinte er, ja, viele Kunden meinen,
wenn man dann immer so schnell fährt und so, dann haben die Kunden zwar das Gefühl, man kommt schneller an, aber am Ende steht man dann doch wieder vor der roten Ampel und wartet. Also es macht gar nicht so einen großen Unterschied und deswegen ist der halt relativ langsam angefahren und halt gemütlich bzw. bequem gefahren. Und er meinte, ja, das schaffen wir bestimmt noch, das schaffen wir noch. Und wir haben es tatsächlich geschafft, aber wir haben nicht dran geglaubt. Aber es war eine Lehre. Vielleicht sollte ich mir das hier für das Landhof-Projekt auch mal zu Herzen nehmen. Fahre ich nicht mehr wie so ein Henker. So, ich glaube, ich werde den Frontlader aber hier vorne mal gleich abstellen. Wobei, ich parke den mal hier vorne im Gebiet. Oh, ich glaube, der Helfer hat sich da vorne festgefahren. Nee. Hä? Hm? Was ist das denn? Was hat er denn hier gemacht? Ihr seht, ich habe hier ein paar mehr Vorgewände gemacht. Warum? Verrate ich euch auch gerne. Ah, okay. Jetzt hat er wieder irgendwie die richtige Route. Ja, also das Ganze ist noch im Beta-Stadium. Das ist ganz wichtig. Ah, jetzt fährt er... Okay, ich glaube, ich habe verstanden, was der jetzt hier macht. Bin ich mal gespannt, ob er das durchzieht. Also, hier gibt es erstens Funktionen noch nicht und wenn die drin sind, dann müssen die noch nicht unbedingt klappen. Es ist aber jetzt auch nicht so problematisch. Wir probieren es einfach mal aus und wenn wir der Meinung sind, das funktioniert überhaupt nicht, dann können wir das ja immer noch wieder rausschmeißen. Aber ich glaube, das wird schon ganz gut funktionieren. So. Aber gut, so sieht das ja ganz gut aus, wie er das hier macht. Dann fahre ich jetzt, glaube ich, schon mal... Ja, ich glaube, dann fahre ich jetzt mit dem Wender persönlich und dann lasse ich den Schwader später den Helfer machen. Da sind wir ein bisschen flexibler mit. Dann kann ich den Kursbreakkurs mal hier wieder rausnehmen. Sollen wir uns das nicht angucken? Und dann machen wir den noch runter und dann machen wir feinstes Heu für unsere schönen Pferdchen. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Genau. Eine Sache, die ihr geschrieben habt, war, Ansgar, nimm doch mal, kauf dir doch eine Press- und Wickelkombination, damit kannst du dann später auch Silage herstellen, also Silageballen und, glaube ich, auch Heuballen. Das wäre doch eigentlich eine schöne Sache. Und ja, ich gebe euch recht, das wäre eine schöne Sache, allerdings habe ich das sowieso auf dem Plan, wollte damit allerdings noch ein bisschen warten, bis wir vielleicht ein bisschen Geld verdient haben, sodass wir uns dann dieses schicke Teil kaufen können und dann eben auch Grassilage machen können. Ich denke, das ist eine ganz lukrative Angelegenheit. Und ja, das würde ich dann sowieso ganz gerne hier auf dem Projekt noch machen, weil wir haben ja gar nicht so viel Bedarf für Wiese, aber wir sollten unsere Wiese hier schon nutzen und ich denke, dann bietet sich Grassilage da einfach an. Verzeihung. So. Gut, gut. Können wir natürlich auch hier aus der Innenperspektive fahren. Ich finde den MB-Truck hier schon toll. Ich will immer Track sagen, aber ihr habt mir ja hier beigebracht, es heißt Truck. Ah, der Baum hat übrigens Kollision. Da sollte man ein bisschen umfahren. So. Ach, schön. Ich mag das Landhofprojekt. Da kommt man auch selbst immer so ein bisschen zur Ruhe. Finde ich klasse. So. Und dann geht's hier weiter. Ich schaue natürlich auch immer, was es so für neue Modifikationen gibt und da kann ich euch ja mal eine Sache schnell zeigen noch. Wir sind ja fast am Ende der Folge schon wieder. Aber das möchte ich euch nochmal schnell zeigen. Moment, Moment, Moment. Ich habe nämlich bei den Kippern hier ein paar Dinge installiert, die, glaube ich, ganz gut in das Projekt passen könnten. Hier zum Beispiel dieser Fliegelkipper oder ich glaube, ich hatte noch einen weiteren. Ja genau, dieser Brandner hier. Sind, glaube ich, ganz hübsche Dinger. So, der macht da fleißig seine Angelegenheiten. Super. Da lobt man den Eimer und dann sowas. Ah, machen sie, machen sie, machen sie. Machen wir hier ganz geschmeidig raus. Ja. Da darf man natürlich nicht im Weg stehen, wenn ihr hier hantiert. Aber ihr seht, das gibt dem Ganzen schon mal wesentlich mehr Action. Man könnte natürlich auch sagen, Ansgar, spiel doch einfach im Multiplayer, dann hast du die Probleme nicht. Aber Leute, erstens ist man mit Cosplay wesentlich flexibler und freier und zweitens, ja, mit diesen Multiplayer-Aufnahmen, da habe ich ja schon mal gesagt, bin ich deshalb nicht so ein großer Freund von, weil man sich dann an Termine halten muss und so. Und auch wenn man an dem Tag vielleicht gar nicht so große Lust auf das jeweilige Projekt hat,
nimmt man dann eben auf. Also beim Live-Projekt habe ich jedes Mal Lust, das muss ich sagen. Aber es gab auch schon Projekte, Multiplayer-Projekte, wo dann halt der Termin im Kalender stand und dann muss man halt erscheinen. Aber da war die Lust auf das Projekt dann vielleicht an dem Tag gar nicht so groß. Deswegen bin ich immer, also noch habe ich Riesenspaß hier an dem Landhof-Projekt. Aber deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich im Singleplayer aufnehmen kann. Und dann kann ich eben auch ganz in meinem eigenen Tempo sozusagen arbeiten, ne? Und ich habe auch das Gefühl, man schafft ein bisschen mehr als in Multiplayer-Sachen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh über diesen Curseplay-Mod. Oder Curseplay. Ich weiß nicht. Wie sagt man? Auch den werde ich euch natürlich verlinken in der Modliste. Dann könnt ihr euch den runterladen. Schaut euch dazu allerdings unbedingt das Video an. Ich glaube, der Randy hat dazu ein Video gemacht. Wie man das installiert. Man muss die Datei nämlich nochmal umbenennen, wenn man die runtergeladen hat. Und das ist, glaube ich, besser. Will ich jetzt gar nicht erklären. Schaut euch das Video einfach an. Gibt es bestimmt ganz viele Tutorials auf YouTube. So, der ist gleich fertig. Und wir sind gleich auch fertig. Ich mache das jetzt einfach hier im Kreis. Das ist ja im Prinzip total egal. Und jetzt muss ich mal überlegen. Wir hatten, glaube ich, was angesät, ne? Ich glaube, hatten wir nochmal Hafer angesät auf dem anderen Hof? Auf dem anderen Feld? Ich glaube, wir hatten Soja oder Raps geerntet, ne? Ah, da muss ich nochmal gucken. Da bin ich ein bisschen raus. Aber das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, das war's soweit von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mir hat es große Freude bereitet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder dabei seid. Das wird jetzt vermutlich ein bisschen öfter kommen hier, weil ich auch so ein bisschen experimentiere dann für die XXL-Farm mit den Cosplay-Kursen und so. Das ist hier also auch so ein kleines Experimentprojekt. So. Ich hoffe, euch gefällt das. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.